Die Serie der Lkw-Unfälle auf der A1 reißt nicht ab. Am Montagabend hat es zwischen den Anschlussstellen Groß-Ibbenau und Wildeshausen-Nord erneut gekracht. Laut Polizei hätte sich der Unfall gegen 19.30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück ereignet. Der 47-jährige Fahrer eines Sattelzugs war aus noch ungeklärter Ursache mit seinem vollbeladenen Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Sattelzug durchbrach die Außenschutzplanke und kam auf der abschüssigen Böschung kopfüber zum Stillstand. Der Mann aus Greifswald wurde laut Polizei in der Fahrerkabine eingeklemmt. Er musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus Groß-Ibbenau und Habstedt befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 47-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute sicherten den Bereich und übernahmen den Brandschutz. Weil Dieselkraftstoff ausgelaufen war, streuten sie Bindemittel. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute vor Ort. Der Sachschaden wird auf 160.000 Euro geschätzt.